Bisschen Konzentration, Hagen. Jetzt haben wir fast gewonnen. Ja, sobald du ein bisschen bewegst, also die Steuerung, wie heißt das so schön in den Fachzeitschriften? Die Steuerung ist etwas hakelig. Auf der anderen Seite war sie damals revolutionär. Ja. So F1 drücken und so, das war schon was. Ja, bei Battle Isle musstest du noch Space drücken. Bei Historyline ging es schon mit F1. Ich stelle gerade fest, dass die Wutz nicht auf die Brücke gegangen ist. Wartet sie quasi. Jetzt ist sie auf die Brücke gegangen. Aha. Sie konnte gar nicht auf die Brücke gehen, weil sie war im Angriffsmodus. War. Ja, okay. Ich erkenne leichte Parallelen. Ja. Mhm. Wir haben unseren Panzerwagen nicht repariert. Doch, haben wir. Warum ziehen wir dann nicht raus, Dennis? Das würde ich auch mal gerne wissen, Hagen. Einmal mit Profis. Mhm. So. Revolutionär. Ja, du hast gesagt, das ist revolutionär. Das waren ja, deine Worte. Dann merkt man wenigstens noch was. Heute so mit StarCraft 87.000 Klicks per Minute und sowas. Zieh doch nach rechts. So, komm mal mit der... Ja, komm noch nicht rein. Ja, ich hab da einen Plan. Mhm. Soll ich dir mal einen Plan? Aber sie haben einen Plan. Ja, ich liebe es. Lass doch mal an. Den da, der wird nämlich sterben jetzt. Mhm. Und ich habe hier vor, ich hoffe, der zieht eins hoch. Mhm. Der wird vielleicht die Kavallerie anschießen. Die Kavallerie ist weg. Also die ziehen wir sowieso ins Depot. Ja. Und ziehen wir aber die beiden da nach links, um die Artillerie platt zu machen. Mhm. Weil die Schwere habe ich bewegt. Nun gut. Ist irgendwie ausgeglichen. Der wird gleich ausgeglichen. Hm. Oh. Dieses Schlager hat sich wieder verschlechtert. Er hat mehr Einheiten gebaut. Ja. Das sollte sich aber jetzt dann gleich wieder ändern. So, die sind tot, die sind tot. Und hier oben müssen wir eigentlich nichts machen, oder? Nö. Ja. Oh, da links hat er eine mittlere gebaut, oder? Mhm, dauernd. Schon die dritte oder so. Easy. Ja, das heißt, wir müssen einfach sein Hauptquartier erobern. So, jetzt ist die Leichte endlich weg. Also ich muss zugeben, ich weiß noch, damals hatte ich Spaß daran, jede einzelne Einheit zu zerquetschen. Jeden Bunker und jede Einheit. Deswegen beim StarCraft-Spielen, wenn der Computergegner aufgeben will, das sehe ich nicht ein. Ja. Aber einige unserer Mitspieler mögen das auch noch. Ja, immer dann, wenn ich denke, nein, nicht aufgeben, akzeptieren, schon irgendjemand auf akzeptieren geklickt. Ja. Gedacht, warum fährt der Hagen denn nicht bis ganz ran? Weil es eine Artillerie ist. Nur weil und man es ist schon wieder freundlicher geworden, die Musik. Ja klar. Es wogt hin und her. Ja, eigentlich wogt sie nicht. Eigentlich haben wir ihm nur kurz Atempause gegönnt. So, jetzt müssen wir doch eigentlich reinziehen können. Können wir rechts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, das geht nicht. Die bewegen wir aber trotzdem nicht. Und unseren
Spielwagen. Ah, mehrmals klicken geht in diese Richtung. Okay. So. Ah, der kann da nicht. Da würde ich sagen, dann machen wir mal Unterstützungseinheit. Ist ab jetzt weg dahin. Mhm. Nur einzeln drüber. Ja. Gut. Ich würde sagen, dass wir uns hinter der Brücke dann sammeln, damit sie im Pulk runter können und nicht von der erstbesten Artillerie komplett aufgerieben werden. Ja. Immer noch ist kein Flugzeug drin. Ich bin immer noch deprimiert darüber. So. Bam. Schade, ich dachte, ich krieg den da. Nee, ist eins zu weit. Ärgerlich. Dann machst du mit dem Spähpanzer. Wie viel hat der andere? Die Infanterie oder die Artillerie? Die Artillerie, hätte ich gesagt. Ich habe Schiss, dass die Infanterie uns einnimmt. Das Depot oder was? Mhm. Den? Aber die macht die sowieso nicht platt. Ja, so den? Schnell kann die kann so schnell dann nicht rüber. Meinst du? Die kann vier Wähler. Ich bin ja, kannst du an. Schade uns ja sowieso nicht. Ich meine. Mhm. Gut. Mhm. Wir können den da heilen, oder? Brauchen wir nicht. Fump. Aber die Spähpanzer können wir dann bei Zeiten da reinziehen zum Heilen. Na, einer noch. Ich würde sagen, gar keiner mehr. Hat noch nicht angegriffen. Schießt der die Infanterie platt, der schießt die Infanterie, nee, die Artillerie platt und der da schießt die Infanterie platt. Gut. Ganz im Sinn. Ja, ich muss wissen, welche mittleren ich bewege und welche nicht. Das ist wichtig. Was mir gerade aufgefallen ist, ich glaube in späteren Teilen ist das anders. Hier hast du ja, wenn du, egal wie viele Bewegungspunkte du quasi hast, was du für eine Reichweite hast, du einmal gezogen hast, ist vorbei, selbst wenn du noch Reichweite übrig gehabt hättest. Ja. Das haben sie später geändert, oder? Ja, haben sie. Hast du euch Battle All 2 gespielt? Das war ein Fehler. Ja, habe ich auch. Ich habe nur mal Battle All Andosia Konflikt gespielt. Das war ja schlecht irgendwie. Aber Battle Worlds Chronos ist ganz nett. Ja. Das ist das Neue, gell? Ja. Ja, oh, ich habe für die ersten zwei Missionen, aber ich werde nicht so warm. Das ist nicht das Gefühl, das ist nicht die... Ja, ich habe es auch, so. Auch nur angespielt, aber... Und ich hab gedacht, cool, das hat eine Story, aber die Story haben sie so weich gespielt, leider. Ja. Also, die haben coole Charaktere, aber es ist irgendwie weich gespielt. Ich war so Mission 2 oder 3 und es war einfach, es hat mich nicht weggerissen. Also, es war so... Es gibt aber auch ganz coole, Freeware-Spiele. Ist er das schon wieder nachgebaut, oder was? Nee. Die Musik sich wieder verändert hat. Ja. Genau, mach sie platt. Und dann mit der rechten? Mit der rechten Infanterie? Ja, ich überlege gerade. Mit dem... Ah, der kann den gar nicht, verdammt. Ja, aber du kannst jetzt die da oben... Mit der den kann ich da links. Den da. Und dann nochmal nachsetzen auf die Infanterie-Sicherheitshalber, auf die Artillerie-Sicherheitshalber. Genau, es gibt ganz coole Freeware-Spiele für, gibt es da eine Amiga-Version von? Für, also wenn nur für Amiga OS 4, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall für Windows, für Linux und ich glaube auch für Mac gibt es Advanced Strategic Command.
Das ist so ungefähr wie Battle-Eye 2, würde ich mal sagen. Da gibt es nämlich auch Rohstoffversorgung, also Treibstoffversorgung der Einheiten, haben wir hier nicht. Gibt es bei Battle-Eye 2 und auch bei Advanced Strategic Command. Fump. Und Crimson Fields, glaube ich, ist auch so was Ähnliches. Ja, also sind ganz nett. Und es gibt so einen kostenfreien Download. Wenn ihr was an History Line habt, dann rentiert sich sicher, da auch mal einen Blick drauf zu werfen. Also ich muss zugeben, ich habe Advanced Strategic Command schon gespielt, die ersten paar Missionen. Sehr schönes Spiel. Aber was, weißt du, was das Größte war, was mich genervt hat? Dasselbe, was mich an Battle-Eye 2 genervt hat. Was denn? Das Ding hat Treibstoff. Ja. Also ich hasse das. Du hast es gerade gesagt, aber du hast es als Feature gesagt. Mich hat es genervt. Weil das nervt. Man hockt da und denkt so, da fahren die rechts, da fahren die links, so klein. Im Endeffekt, ich bin so jemand, ich habe so diese, kennst du noch diese kleinen, aus den Filmen gibt es auch immer diese Landschaft mit den kleinen Plastiksoldaten. Man schiebt die so langsam vor sich her. Ja. Sowas mag ich. Und da schiebst du auch nicht, wir ziehen sie jetzt mal ganz zurück ins Depot, um sie aufzutanken. Das ist verblödet. Wir schicken nochmal einen Tankwagen vorbei. Ja. Also, ich halte da überhaupt nichts von. Also, das ist zwar realistischer, aber ich meine, jetzt ist auch so ein Spiel nur bedingt realistisch. Also. Ja, ist halt schade. Also, ein sehr gutes Spiel, aber es hat sich nicht so für mich angefühlt. So. Aber ich glaube, Advanced Strategic Command ist. Genau, zieh den da mal rein. Ich glaube, es ist Open Source. Das heißt, theoretisch. Könnte ich den Treibstoff wieder rausprogrammieren, wenn ich programmieren könnte? Ja, du könntest wahrscheinlich relativ einfach die Routine, die den Treibstoff abzieht, die müsste zu finden sein. Und die quasi deaktivieren, neu kompilieren und so. Deaktivieren und neu kompilieren. Genau. Der geneigte Zuschauer. Identifizieren, deaktivieren, eliminieren. Hast du jetzt sternförmige Flucht oder was? Nein, ich brauche jetzt eine mittlere, um den da anzugreifen. Und eine mittlere brauche ich, um den da anzugreifen. Ich sehe schon, du willst unbedingt alle Einheiten platt machen. Nein, wir müssen ja in die Mitte. Wir müssen ja das Herz vorstellen. Ja gut, wir müssen irgendwie da ein bisschen aufräumen. Und das Platz ist ja das ist der einzige Grund, wieso ich da jetzt. Also, das hier, das hat damit gar nichts zu tun, was du da wieder sagst. Ja. Wollten wir eigentlich noch einen Transporter für die Artillerie? Für welche? Das dauert so lange, bis die da irgendwo ist, dann ist schon noch vorbei. Ja. Das war mein Fehler. Gebe ich zu. Liebe Spanzer-P-Fahrten. Spanzer was? Na. Reparieren, genau. Weißt du, wenn ich es mache, dann sagst du genau. Anstatt vorher zu sagen, nein, Hagen, ich drücke kein F1. Ich bin schon so konditioniert. Ist schon klar. Dann mein Co-General, drücken Sie mal bitte F1. Aber jetzt doch noch nicht. Jetzt macht er. Achso. Achso, ich hasse das ja, wenn du da drauf. So, jetzt kann ich drücken. Also. Plump. So. 1, 2, 3. 18. 20. 2. 0. Nein, ich hatte überlegt, wie weit der Bunker schießt. Ja. Und der Bunker ist da hinten zwar eingebunkert, aber der Bunker schießt nicht so weit. Warum der die Chance überhaupt nicht bewegt? Hier, das ist die Heimatverteidigung. Die letzte Linie. Ja. Das letzte Aufgebot.
Ja, wenn das ja Artillerie wäre, dann würde ich es ja noch verstehen, aber so macht das ja gar keinen Sinn. Mit dir hätten wir den Krieg verloren, weißt du? Wehrdienstverweigerer. Habe ich die alle? Ja, habe ich. Habe ich den? Ja, habe ich. Gut. Ist doch alles repariert. Habe ich doch gerade gesagt. Was denn? Ja, sonst, wenn ich dich nicht frage, dann beschwerst du dich wieder.